So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an GW Debs gegen Checkball. Mit sehr hübschen Playmats. Sehr, sehr hübsche Playmats. Das sind aus Ikoria, sind das glaube ich diese Spells, wo du noch in meiner mehr bezahlen kannst. Ja, ja, auf der einen Seite GW Debs, aktuell ein relativ beliebtes Deck mit Moxen, Dark Doof, Rife, Reliquary, Green Sun. Und auf der anderen Seite den Checkpal, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt noch vierfarbig aktuell mit Rot, Schwarz, Blau, Weiß. Modell, ich stecke einen kleinen Wagen in meine Mana-Basis. Ja, genau. Also in der Mana-Basis sind halt im Endeffekt nur Duels, man spielt keine Basics. Bitte schwert euch nicht, dass das Deck teuer ist. Ja, das wissen wir. Wer fängt an? 8-9, Checkpal fängt an. Sehr, sehr interessantes Matchup, weil wir haben auf der einen Seite ein explosives Midrange-Deck. Ja. Und auf der anderen Seite ein Kontrolldeck, was versucht, die Ressourcen des Gegners runter zu grinden, um dann in eine Situation zu kommen, in der es anfängt, Value zu machen. Dementsprechend bin ich gespannt, was passiert. Beide mit Fetchland Go. Da ist sogar ein Swords bei Debs. Ja, ist halt witzig, weil GW Checkpal, da sieht man es auch schon halt mit Strix. Das heißt, der Dark Debs-Plan von GW Debs ist halt ein bisschen behindert. Ja, genau. Also da kommen die nicht so gut rein, wie sie machen. Genau, das ist dieser minimale Schwarzplash, den Christian hier spielt. Das ist schon ziemlich gut. Und ja, Fetch Swords. Ja, Fetch auf 21 für den Gegner. Ja. Genau. Naja, eigentlich für 20. Er bleibt ja auf 20 eigentlich. Naja, auf 21. Klar, ja. Zwei Leben. Stimmt. Zwei Leben. Swords, die Leben in Höhe der Widerstandskräfte geben, das wäre geil. Das wäre auch mal ganz gut. Können wir mal gut gebrauchen. So, da sind mehr Duels, weil mehr Duels braucht das Land. Dann kommt jetzt wahrscheinlich die Strix. Ja, Baleful Strix, 1-1 Death Touch, zieh eine Karte. Es ist schon mächtig. Das ist ein Brainstorm. Noch ein Brainstorm. Bolas und ein Force. Ha. Das auch nicht schlecht. Vor allem der Bolas ist gar nicht so weit weg. Oh, Wasteland. Wasteland hilft natürlich viel. Knight of the Reliquary. Der wird direkt geforst. Der macht sonst zu schnell aus. Handkarten sind noch 5 bei GW Debs. Das ist natürlich schon eine starke Nummer. Da brauchen wir jetzt langsam sowas wie Hymn. Ja. Da kommt ein Fetchland Beat. Wie viel kostet der Bolas? 4 oder 5? 5. Der kostet 5. 3 schwarze, ein rotes und blaues. Ja. Könnte natürlich jetzt sehr, sehr knapp werden. Dann kommt noch ein Knight of the Reliquary. Boah, da drauf wird schon Brainstorm zünden. Ja, da kommt auch der Brainstorm. Dann Strix, Fetch. Gehen die beiden Fetchländer oben drauf. Dann forst man mit der Strix und hat nächste Runde. Nächste Runde Bolas. Der dicke Bolas. Eieiei. Sehr, sehr cool. Triple Fetch. Und der Gegner schon so, oh nein. Ja, werf mal. Wie war das nochmal? Exile eine Handkarte oder Exile ein Permanentes? Richtig. Ich ziehe eine Karte. Richtig. Ja, vor allem. Man natürlich aufpassen, was man fetcht. Schwarz wird schwarz, blau und rot. Genau. Ja. Das ist schon übel. Ja, das ist richtig übel. Die Strix bitte enttappt, danke. Da kommt der Bolas. Der ist halt, tickt hoch. Dann wird eine Handkarte exiled. Man zieht mir gerade was. Das waren Swords. Okay, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Exiled oder zerstört? Ich glaube, er zerstört einen Planeswalk oder eine Kreatur. Ja, aber das wäre halt witzig, wenn der exilen würde, dann wird der Nico, wird der den Marit Lage loskriegen. Richtig, aber es ist tatsächlich nicht der Fall. Nee. Die Ulti, auch sehr lustig. Gegner verliert, wenn er keine legendäre Kreatur oder Planeswalker besitzt. Nein, auch nicht schlecht. Hab gehört, gegen Burn ist dort gut. Ja, gegen Burn ist gut, gegen Marit Lage nicht so gut. Nee. Marit Lage ist nämlich legendär. Ja, den muss man dann auch noch irgendwie wegkriegen. Das ist genau, das ist eine Expedition-Map und ein Ding. Dann geht man dann auf Plus, exilien eine Handkarte oder ein permanentes. Ich wäre nicht überrascht, wenn hier das Swords geht. Genau, man zieht schon mal eine. Das ist eine Crab. Ist das ein... Hä, was ist das zwischen Crab und... Eine Thespian Stage. Oder? Nee, ist ein Knight. Ist ein Knight. Noch ein Knight. Okay, krass. Dann Swords, den Loot. Yes. Und dann Go. Go, jetzt tickt man den einfach hoch und hofft, man kann... Für die Ulti, genau. Für die Ulti, wo der Gegner einfach dann verliert. Schon nicht schlecht. Hoffentlich verliert. Da ist eine Stage. Plus die Map ist Dark Doof. Ja, und Crop Rotation ist auch noch auf der Hand. Das könnte jetzt gleich sehr gefährlich werden.
Das ist jetzt verdammt ekelhaft. Plus. Da könnte man fast schon einfach die Map weglegen, oder? Ja. Man könnte die Map weglegen, könnte rotaten end of turn, könnte copyen, könnte swarden und zuhauen. Aber die Map ist safer als das Scrub. Wegen Force of Will, das ist korrekt. Aber wenn man jetzt hingeht und das jetzt können wir beenden. Wenn der Gegner jetzt keinen Force hat, und in den Decks sind ja nur 4 Force of Will als Konter drin, sonst sind da ja keine Konter drin. Kann man jetzt hingehen und könnte einen Risky Move einfach machen? Man spielt ja eh ein Risky Deck. Ja, ja, aber ist halt die Frage, du könntest halt auch einfach mit der Map die Nummer safe gehen. Ja. In Response ja. Mit Crop Rotation. Ja. Kommt. Und jetzt die Frage, kommt die? Ja, kommt. Dark Dwarf, Copy Dark Dwarf, machen Token. Caracas? Das ist halt alles in Response auf den Trigger. Auf den Plus. Also, wenn da jetzt ein Bouncer oder sowas ist, dann ist halt rum. Also, das hätte ich End of Turn gemacht. Ja. Das hätte ich End of Turn gemacht. Und dann exalt man Sword. Das. Nee, die Map. Meiner Meinung nach die Map. Okay. Die Map kannst Steppe holen. Ja, stimmt. Map kannst Steppe holen. Ja. Dann gibt's einen Ponder. Puh. Ponder hat einen Force. Ponder hat anscheinend Snappy. Snappy wäre jetzt natürlich bitter. Ja. Ponder wird nicht geschaffelt. Wird gedrawt. Da ist noch ein Uzi auf der Hand. Ja, und ein Fetchland. Und da sieht der Snappy. Snappy. Swords. Feierabend. Das Ponder wäre hier nicht gespielt worden, wenn man einfach nur die Map hätte geopfert. Ja. Also gehe ich nicht von aus, das Deck versucht so lange Ressourcen zu behalten, wie es nur irgendwie geht. Weil ansonsten verliert das Deck sehr, sehr schnell an Ressourcen und problematischen Sachen. Da wird die Map geopfert. Oh, das wäre auch eine. Ja, du hättest dafür hast du nicht genug Mana für die engineered. Nee. Also man nimmt jetzt Ursa, um nochmal rauszukommen, zu versuchen. Aber das sieht nach Nicole Bolas Ulti Game 1 aus. Die zündet bei minus 8. Minus 8, ja. Oder minus 7. Ich meine bei minus 8. Macht halt auch nicht so viel Spaß, die Ulti dann, ne? Für den Gegner. Also man hat, wie gesagt, schnell noch Crop Rotation, Marit Lager. Ich habe eine legendäre Karte, wo ich verliere das Spiel nicht. Ja, aber jetzt halt nur mit einer Handkarte ist halt so echt ein bisschen look. Mit einem Force Hardcast. Ne? Ja, dann wird geplust. Dann muss man exilen. Ja. Wahrscheinlich die Crop Rotation von der Hand. Dann droppt man eine Karte. Ja. Dann hat man Force und Hym. Okay, Hym ist halt so. Ja. Ja, die nächste Runde ist Hym. Ja. Dann ist nächste Runde mit der Ulti um. Ich mag den Nicole Bolas. Ich mag den auch tatsächlich. Ich finde ihn sehr, sehr mächtig. Aber ich glaube, man hätte hier einfach, wenn man in die andere Richtung gegangen wäre und das aggressiver gespielt hätte, einfach besser abschneiden können. Ja, okay, das mit dem Crop Rotation war ja schon relativ aggressiv. Ja, man hätte es nicht einen Response zum Trigger machen sollen. Nee, das stimmt. Sideboarding, GW-Debs hat auf jeden Fall Choke. Mhm. Was sehr mächtig ist. Friedhof wieder reinmischen, was okay ist. Also Endurance. Ist halt die Frage, für wie viel Snapcaster? Für 2 oder so? Für 3. 3 Snapcaster. Ja. Braucht man sonst irgendwie den Friedhof? Ja, man hat aber einen 3-4er Blocker noch tatsächlich. Das kann relevant sein. Oder einen 3-4er Angreifer. Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, auf der Seite von Checkpile bin ich ehrlich, eigentlich keine Ahnung, was man da reinnehmen sollte. Das Sideboard sieht so weird aus mit so vielen Kontern, die man eigentlich nicht brauchen möchte. Bouncer? Das kann sein. Brazen irgendwie sowas? Ja, das kann sein. Da. Festbin Stage Map. Ja. Haben wir auf jeden Fall auch einen Mulligan. Mhm. Ja, sind jetzt noch 6 Handkarten. Swords. Ja, Swords auf der Hand von Checkpile. Ponder. Forts ist ja, glaube ich, schöner gewesen. Ist das nicht drin? Inquisition ist drin.
Hier wird nochmal überlegt. Brainstorm, was ist das Weiße? Ich glaube, das Weiße ist ein X-Mana-Spell. Prismatic Ending. Prismatic Ending, genau. Jo, ansonsten hat man so viel Handkarten auf der. Nee, hatte man nicht. Nee. Geht nicht. Jo, Fetchland. Fetch Map. Go. Also, im Gegenzug dann Fetch Map. Brainstorm. So, die klassischen Starts von Control, die ganz viele Leute mittlerweile doof finden und deshalb hoffen, dass Brainstorm Ponder gebannt wird. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Gut, also Brainstorm Ponder Action, weiß halt, dass der Gegner sonst nicht viel macht. Ne? Ja, genau. Also es ist aktuell profitiert das aber, glaube ich, trotzdem weiter in den Checkball-Spieler, dass der Gewedab-Spieler halt keine explosiven Sachen machen kann. Ja. Oh, jetzt so Fetch-Stifel. Ja, nicht in dem Deck. Auf der anderen Seite, ich sag mal, was holt er sich jetzt raus? Wahrscheinlich Ursachsage. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Ursachsage wäre eine Möglichkeit. Ja, weil das die Karte gegen Kontrolle ist, ne? Genau. Und sie ist halt nicht so leicht angreifbar gegen Swords to Plowshares und so weiter. Dressdown hätte man reinnehmen können. Dressdown könnten sein, dass die reingenommen wurden, ja. Marit Lager, Dressdown und dann irgendwie noch ein Destruction-Zauber, weil dann ist der Marit Lager nämlich auch nicht mehr indestructible. Ja, aber die meisten sind ja sowieso Swords, oder? Stimmt. Der andere, das Exil schon eher. Genau, da kommt T, dann will man hier bestimmt noch was spielen. Oh! Ist das widerlich. Das muss gekontert werden. Das ist bei einer Mana-Basis, die fast nur aus blauen Duels besteht, sehr, sehr übel. Ja. Hier fetcht man. Guckt man nochmal nach, was man braucht. Das ist halt auch, also wenn man so viele Farben spielt, braucht man halt auch wirklich einen Überblick, welche Farben man bekommt. Man muss jetzt natürlich auch mit dem zweiten Choke rechnen, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass hier ein blaues gefetcht wird. Ja, vor allen Dingen nee. Mit dem einen weißen. Choke kostet 3, da brauchst du schon relativ viel, um ja. Da. Was man jetzt machen kann, da ist auf jeden Fall ein Teferi auf der Hand. Man könnte jetzt ein Land spielen, Teferi benutzen und Saga bouncen. Die Saga bouncen, weil sie eine Verzauberung ist. Das vergessen ja. Auch ganz, ganz viele Spieler. Das ist schon strong. Jo, ansonsten sehe ich da jetzt aktuell nicht so viel Problematik. Dann zieht man eine Karte. Warum hat man hier eigentlich gefetcht? Man hat Brainstorm gespielt. Schrott oben drauf. Ja. Mehr Duels braucht das für Teferi. Ja, Teferi macht das Board halt auch so einseitig. Bounce, die Saga. Draw eine Karte. Noch ein Teferi und eine Hüm. Oh mein Gott, man kann nächste Runde Draw Step Hüm machen. Oh, wie schön. Ja, und es ist ein Wasteland auf der Hand. Tatsächlich. I do like this shit. Wasteland im Control Deck. Four Color Control Deck spielt trotzdem Wastelands. Ja. Das Deck ist so gierig. Upkeep Hüm ist. Upkeep Hüm ist richtig schön. Ja. Wasteland. Wasteland hier. Plus Teferi. Nee, copied mit der so. Stage die Ursachsage. Ja. Es ist okay, die kriegt gleich eine Marke, damit sie auch mal Mana macht. Ja. Dann Draw Step, End of Draw Step, Hüm Dudurak. In your face. Also jetzt so zwei schön. Länder weg und der Gegner so. Scheiße. 2, 4, 6. Die 6. Und zwei. Die 2. Dark Dwarf, uff. Hat doch gesagt, zwei Länder weg. Zwei Dark Dwarfs weg, Alter. Ja, schon, Dark Depths ist halt schon eine gute Karte, vor allem wenn sie im Friedhof liegt. Jetzt ist nämlich die Frage, ja okay, der hat aber noch irgendwas. Er hat noch Länder, ja. Aber das hat schon gehittet, das tat schon weh. Das ist schon echt. Wobei, hat er noch Länder? Er ist sehr zögerlich. Das ist wahrscheinlich die Frage, wie man jetzt weitergeht, weil jetzt ganze Steppe, cool. Bestes Land, habe ich gehört. Ja. Vor allem muss man nächste Runde die Stage in was anderes verwandeln. Ansonsten geht sie. Deswegen. Plus Upkeep. Upkeep Draw, man hat hier Swords und Ending. Ending, Fetchland, Teferi ist nicht die geilste Hand tatsächlich. Ja, Ending als Instant ist halt auch ein. Ja, ist gut. Noch ein Bock. What the fuck? Der ganz viele getappte Ziele. Die ganzen ETB getappten Länder. Lecker. Ja, das stimmt. Da ist eine Inquisition. Ah, ist nicht schlecht. Zack. Bounce die. Zieh eine Karte.
Nee, tatsächlich nicht. Oder? Doch, das sind zwei separate Effekte. Sind es? Ich weiß es gerade nicht. Wenn nicht, war es ein Misplay. Da wird der dann gebounced, plus noch ein Wasteland. Uff. Und dann spielt man die Inquisition, weil man kann sie nicht in der ethischen Drawstep spielen. Uff, Knight of the Reliquary. Swords hat man gecovert mit Swords. Ja. Also geht wahrscheinlich Crab, ja. Ein Ding, ja. Die Crab Rotator, ja, plus der ist davon. Na, so weit ist er nicht davon entfernt. Der kann den jetzt spielen. Ja, nächste Runde. Also diese Runde hätte Marit Lage mit Crab Rotation gehabt. Ja. So, dann kommt der Knight of the Reliquary. Ein Smite? Ja. Ne, kein Fetch. Remove, gibt man in seinen Turn, remove den in seinem eigenen Turn. Plus den. Das ist natürlich auch eine Karte, die man jetzt instant gerne spielt. Ja, wobei das Problem dabei ist, du hast nicht den Vorteil, dass du den Landdrop machen kannst. Da ist noch eine Inquisition auf der Hand. Landdrop wurde noch keiner gemacht, man interessiert sich aber nicht für den Landdrop. Das ist ein Ending, glaube ich. Dann gibt man Fetchen und Ending das Ding. Ja. Das ist schon gut. Boah, das ist schon krass. Ja. Ending the Knight, Exile. Der hat einer schon hart zerrobbt. Jo, also das ist gut. Auf der anderen Seite, wenn der Gegner jetzt einfach ein Marit Lage droppt und versucht dann... Seagull. Ja gut, Wasteland wurde gerade gedroppt. Wasteland Stage direkt weg. Muss halt überlegen, zwei Dark Depths sind schon weg. Jo, plus man hat noch ein Swords, plus noch ein Ending, was man als Instant spielen kann, plus die gute Strix, ja, plus Inquisition. Das schon sieht schon sehr, sehr mächtig aus. Auf der anderen Seite, Checkpile braucht halt ewig, um zu gewinnen. Es sind in dem ganzen Deck, um zu gewinnen, diese 1-1 und 2-1 Kreaturen drin. So ja. 6 Stück oder 7. 1-1? Ja, Bave of Strix. Ach so, oh Beatdown. Gott. Und ansonsten ist da einmal der Jace drin und einmal der Godv, das war's. Und Dark Dwarf ist das ganze Deck voller Upkeep. Ja. Ja. Noxmack. Ne? Oh, 600 Euro in den Friedhof geworfen. Geil. Und dann den würde ich fast schon einfach Wasteland, weil ich es kann. Ja, dann geht jetzt wahrscheinlich der Beatdown-Plan los. Plus 10 Runden, 20 Runden Clock. Kein Vita-Plan. Wahrscheinlich, weil man keinen Outfit Surprise Mart Lager hat, aber aus der Position heraus, wie sind wir denn da? Ja, schwierig. Brainstorm. Da ist ein Jace. Da ist eine Win Condition, eine von zwei. Yay. Ja, das ist bei dem Deck echt. Das ist ganz, ganz cool zu sehen, wie man halt diese Talfahrt macht mit der Gegner hat Probleme, der Gegner hat Zeug, der Gegner hat Probleme, der Gegner hat Zeug und dann auf irgendwann so, hey, der Gegner hat kein Zeug mehr. Ich kann anfangen zu gewinnen. Das ist schon ganz cool. I win now button. Hab ich nicht gesehen? Ja, ich auch nicht. Kommt, aber drauf. 5. Bounce. Strix. Draw. Go. Hätte man auch angreifen können. Ja, dann hätte man auch angreifen können. Also da wird jetzt gerade sehr ballsy gespielt. Ich meine, okay, die Hand, man hat 5 Handkarten, einen Counter, zwei Removal und der Gegner ist conceded halt voll, nee. Ja, 2-1 für Checkpile, das war sehr, sehr, sehr cool, fand ich. Aber ich war auch auf der Seite von Checkpile. Gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.